Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Elder Scrolls Online. Ich habe mir hier ein Quest ausgesucht. Ein zügelloser Reichtum. Hier sollen wir erst einmal ein paar Pakuaren nach einem Rubin durchsuchen. Das machen wir jetzt direkt. So, da liegt auch schon so ein Toter. Krokodile haben diesen Guar in Stücke gerissen, ebenso wie den Packsattel, den er trug. Okay, der war es nicht, der hatte keinen Rubin. Hier, guck mal an. Es steckt fest. So, oh, was ist denn das? Ein Schlurfer. Dieser Guar ist ziemlich tot, er wurde von Krokodilen in Stücke gerissen. Falls diese Kreatur einmal ein Packsattel trug, ist er schon lange weg. Ja, ziemlich tot vor allen Dingen. Nicht ganz tot, nein, ziemlich. So, probieren wir mal den Schlurfer, wa? Suchen wir den letzten. Gucken, wo der liegt. Und der wird dann ja wohl auch wahrscheinlich den Rubin haben. So. Wenn man nach den zahlreichen Bisswunden entlang seines Rückens geht, dann ist alles, was er einst trug, längst im Bauch eines Krokodils. Fangt wartet durch Brühe ein. Okay. Okay, jetzt sollen wir also Krokodile umhauen. Na guck. Da ist der Rubin schon. Dann auf zu Tegia. Ich weiß gar nicht, wie weit man geht. Hätten wir auch laufen können. Wartet durch Brühe und sie ist unverletzt. Der Hist führte euch, das wusste ich. Aber hat er euch auch zu meinem Rubin geführt? Sagt es mir bitte. Ja, im Bauch eines Krokodils. Keine Details, bitte. Da wartet durch Brühe und mein Rubin nun wieder da sind, überlebe ich diese Reise ja vielleicht doch noch. Ich hatte ein paar Münzen für die anfallenden Ausgaben auf dieser Reise zurückgelegt. Hier, nehmt sie. Vielen Dank. Beim Hist. Ich werde das nächste Mal vorsichtiger sein. Wenn ihr jemals in Dämmersuhle seid, gehört mein Nest euch. Wo ist der Weiler der Masule? Er liegt weit im Süden. Ich habe ganz Schattenfen bereist und meine Waren in allen Städten und Dörfern verkauft. Dieses Jahr lief es besonders gut, bis die Krokodile angegriffen haben.
Aber ich kann auf dem Rückweg wahrscheinlich noch mehr Pakguar fangen und abrichten. Was könnt ihr mir über dieses Gebiet erzählen? Sturmfeste ist die größte Siedlung und ein guter Ort zum Handeln. Meine Hauptroute führt mich nach Nimmeru und Schlammbaum. Früher reiste ich auch runter nach Zug. Aber in den letzten Jahren habe ich das nicht mehr gemacht. Was ist denn Zug? Ich war schon lange nicht mehr in Zug. Es war ein Dorf der Kotringi. Aber die Knarrhatengrippe hat dort schlimm gewütet. Wo ich jetzt so daran denke, mir hat ein Händler aus Nimmeru etwas über einen Bruder von sich erzählt, der in Zug lebt, wenn ich mich nicht irre. Was könnt ihr mir über Nimmeru erzählen? Ich habe dort in den letzten 5 oder 6 Jahren Halt gemacht. Meistens, nachdem ich vorher in Schlammbaum gewesen bin. Die Leute aus Nimmeru sind ganz verrückt nach Werkzeugen und Eisenerz. Manchmal bezahlen sie mit alten Kotringi-Münzen. Erzählt mir von Schlammbaum. Schlammbaum war einst eine alte Dunmeerfeste. Aber jetzt ist es eine Bergarbeiterstadt. Mein Volk diente den Dunmeer einst als Sklaven. Aber jetzt verdienen sie sich als Bergarbeiter ihren Lebensunterhalt. Ich habe in letzter Zeit aber viel über Goblins in der Mine verlauten hören. Lebt wohl. Okay, jetzt haben wir also hier so einen Questgeber gehabt, der offensichtlich die Karte aktualisiert. Das heißt, man sollte schon auch mit den Questgebern reden und vor allen Dingen auch alle Optionen ansprechen. So, jetzt gucken wir mal nochmal ins Journal. So, wo wäre das denn? Ach, das ist zu verteilt, das dauert zu lang. Das schaffen wir noch nicht. So, gucken wir mal. Wo das ist. Okay, dann nehmen wir eben eine Abkürzung. Hier vorne müsste ja der Wegschrein sein. Da reiten wir eben... Oh, da war... Ach, egal. Reiten wir eben hin. Und dann sprechen wir mal mit dem. So, und zwar nehmen wir dann... Nimmt sich nichts. Nehmen wir den Wegschrein. Und suchen den mal. Den Herrn Stahlwind. Steht da schon. Passt auf euch auf. Dies Gebiet ist gefährlich, selbst wenn keine feindlichen Soldaten in der Gegend sind. Baumhirtin Raletal sagte, das Dominion wäre hier. Wissen die Vizekanoniker Bescheid? Vielleicht. Rhonda hat mich in diese schwerende Kloake geschickt, um argonische Relikte zu holen. Etwas, um das Blatt dieses Krieges zu wenden. Das Dominion ist wahrscheinlich aus dem gleichen Grund hier. Wie kann ich helfen? Ihr wollt helfen? Bringt mir die Relikte. Sie dürfen nicht in die Hände des Dominions fallen. Kümmert euch für mich darum und ihr werdet aus Vizekanonika Rhondas eigener Geldbörse entlohnt. Ich werde sie für euch holen. Gut.
Ihr werdet sie in den kleinen Reliquiaren finden, die in diesem Gebiet verteilt sind. Falls ihr meinen hirnlosen Sohn Njorlund im Moor seht, dann richtet ihm aus, er soll ins Lager zurückkehren. Sobald wir die Relikte haben, ziehen wir weiter. Was könnt ihr mir über die Relikte erzählen? Sie sehen nicht nach viel aus. Kleine agonische Schnitzereien. Ich habe keine Ahnung, warum sie so wichtig sind. Ihr werdet sie in 4 Reliquiaren in der Nähe der steinernen Altäre im Sumpf finden. Warum sammelt ihr sie nicht selbst ein? Mein Sohn und ich wurden aufgehalten. Ein Späher des Pakts sollte gleich hier eintreffen, um die Relikte zurück nach Sturmfeste zu bringen. Falls ich nicht da bin, wird er Alarm geben. Und er wird laut genug sein, um selbst den toten Iskramor zu wecken. Ich habe meinen Jungen losgeschickt, um sie zu holen, aber der taugt nichts. Wie heißt euer Sohn? Njorlund. Der Junge könnte seinen eigenen Arsch nicht mal mit einem Hellsichtzauber finden. Der kommt nach seiner verhurten Mutter. Genug Gerede. Wenn ihr die Relikte findet, bringt sie her. Lebt wohl. Naja, der hat ja keine gute Meinung von seinem eigenen Sohn. So, jetzt gucken wir mal. Aha, hier sind die so überall ein bisschen verteilt. Na dann. Android, Level 26. Ah, das könnte auch noch ein bisschen schwer werden. Na gut, ein Einzelner geht. Oh, was haben wir denn da gefunden? Können wir noch nicht anziehen, okay. Suchen wir mal das erste Relikt. Da steht es schon. Mal aufpassen, dass wir nicht gleich in Viecher rennen. So, das erste haben wir. War ziemlich verseucht hier mit. Da ist das nächste. Item gefunden. So, das nächste haben wir auch. Schade, ich wollte das Item gerade angucken. So, jetzt werfen wir mal einen Blick drauf. Mittlere Rüstung. Okay. So, auf zum Nelos, schön nah dran. Oh, da drüben. Was sehen meine entzündeten Augen da? Eine Scherbe. Wie sind denn das? Hilft nicht. Jetzt aber die Scherbe gegriffen. So.
wir schon mal wieder eine. Jetzt bin ich aber so ein bisschen beim Fliehen hier, glaube ich, ungünstig gelaufen. Gucken, dass wir die letzte das letzte Relikt noch finden. Hier ist das Lager, was wir gerade aufgedeckt haben. Und da das Relikt. Ja, Jungs, haut immer die Viecher um. Da ist ja der Sohn. Seid ihr verrückt? Wisst ihr denn nicht, was mit den Droid geschieht, wenn jemand die Relikte an sich nimmt? Euer Vater trug mir auf, sie zu sammeln. Was? Unsere Befehle lauten, die Reliquiare zu beschützen. Die Relikte zu entfernen wäre das Schlimmste, was ihr tun könntet. Dies ist eine Katastrophe! Er sagte, ihr solltet sie holen, seid aber nie zurückgekommen. Wir werden die Droid erzürnen, wenn wir die Relikte entfernen. Die Baumhirten werden die Kontrolle über sie verlieren. Soll ich sie zurückbringen? So einfach ist das nicht. Man muss ein ganzes Ritual dafür durchführen. Zunächst müssen die Baumhirten die Droid besänftigen und dann die Relikte zurück in ihre Behältnisse bringen. Aber mein Vater weiß das. Er weiß, dass die Relikte nicht gestört werden dürfen. Das ist Wahnsinn! Was können wir tun? Die Baumhirten müssen sofort gewarnt werden, bevor die Droids sie angreifen. Bringt die Relikte zu Baumhirten Raletal. Ihr Lager befindet... Ah, das ist schlecht gemacht. Ein Stück mit, du Knispel. So, jetzt dürfen wir den Dialog nochmal machen. Seid ihr verrückt? Was? Ich klicke aber mal durch. Unsere Befehle lauten die, wir werden die. So einfach ist das nicht. Man muss ein ganzes Ritual. Die Baumhirten müssen sofort gewarnt werden, bevor die Droids sie angreifen. Bringt die Relikte zu Baumhirten Raletal. Ihr Lager befindet sich bei den Ruinen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ich kehre ins Lager zurück und spreche mit meinem Vater. Es muss eine logische Erklärung hierfür geben. Ich werde zum Lager der Baumhirten gehen. Oder reiten, je nachdem, wie weit es ist. So, gucken wir mal auf die Karte. Oh, das ist ein Ende, da reiten wir hin. Dafür haben wir ja Diddlepferd. Also wir hoffen, dass uns die Droik jetzt hier nicht alle gleich vom Zossen hauen. Oh. Das ist denn da alles. Na. So. Jetzt sind wir im Lager. Ach, ist jetzt erst aufgetaucht. So, guten Tag. Mein Vater war nicht im Lager. Einen Augenblick. Wo sind Baumhirten Raletal und die anderen? Ein Baumhirte lässt nie ein Feuer unbeaufsichtigt. Sie waren schon fort, als ich eintraf. Selbst wenn Baumhirten Raletal irgendwohin abberufen worden wäre, wäre einer der anderen Baumhirten hier geblieben, um sich um das Feuer zu kümmern. Mein Vater hätte lieber einen Arm verloren, anstatt Befehle zu missachten. Das riecht nach Verrat. Ich wette darauf, es ist irgendein krankes Komplott des Dominions. Wie kann ich helfen? Gebt mir die Relikte. Ihr habt für einen Tag schon genug Schaden angerichtet.
Verzeiht. Ich habe nicht das Recht, euch die Schuld zu geben. Ihr habt euch nur an die Befehle meines Vaters gehalten. Ihr könnt mir vertrauen. Die Relikte werden bei mir sicher sein, bis ihr Baumhirten Raletal und die anderen gefunden habt. Wo sollten wir suchen? Die Droik könnten sie geholt haben. Sie sind rasend vor Blutdurst. Droik begraben ihre Beute lebendig, in gehärteten Schlammhaufen. Wir müssen sie finden, bevor sie ersticken. Ich werde nach Baumhirten Raletal und den anderen suchen. Wir sollten uns trennen, um mehr Gelände abzudecken. Wenn ihr sie findet, dann bringt sie zurück in dieses Lager. Sputet euch! Jeder Wimpernschlag bringt sie dem Tod ein Stückchen näher. Okay, jetzt haben wir also den Auftrag, die Baumhirten zu finden. Und diese befinden sich eben in den Schlammhaufen der Droik. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, denn die Zeit für heute ist um. Und wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen oder auch das Video liken. Wer wissen will, wie es weitergeht, klickt einfach den Abo-Button an, dann bekommt ihr eine Mitteilung, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Wünsche, Fragen, was auch immer habt, dann postet diese direkt unter diesem Video in die Comments und ich werde jede dieser Nachrichten lesen und auch auf sie antworten. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann und ciao.